Jetzt kommt zurück zu Witcher 3, wo wir dieses Mal ein bisschen Gewinn spielen wollen, habe ich erzählt zumindest. Dann wollen wir das mal versuchen. Bevor wir uns zum Turnier anmelden, würde ich aber gerne mich noch kurz in Beauclair ein bisschen weiter umschauen. Ich glaube nämlich, dass in diesem Areal hier noch Händler und damit verbundene Gewinnkartenspieler sind. Deswegen würde ich mich da gerne nochmal genauer umsehen. Zu holen. So, schauen wir mal. Hier ist zum Beispiel noch eine Kneipe, ein Bordell, Entschuldigung. Die Glöcknerin. Hallo, Geralt. Tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäfte. Ah, also eine Geschäftsreise. Nichts als Arbeit, Druck, fremde Betten. Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Nee, danke. Meine Freundin ist gerade auch zu Besuch. Von daher, wir haben uns schon heute Nacht hinreichend mit ihr entspannt. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Quint, spielst du? Da kann ich mich besonders gut entspannen bei Quint. Der Hexer sieht ja gut so aus. Na, was spielen wir denn heute mal zum Spaß? Na komm, ich spiele mal noch eine Runde Squirtle. Ich glaube, wir uns schon mal mental auf Skellige vorbereiten, weil die sind sich... Es gibt da gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden. So, was haben wir hier denn Hübsches? Einen von denen. Okay, okay. Bisher sieht das nach einer ganz brauchbaren Hand aus. Die Frage ist, ob wir das noch vielleicht verbessern könnten. Nein. Okay. So, würde ich sagen... Gehen wir gleich raus oder ja, nicht raus? Ich glaube, wir spielen mal hier einen Sechser. Also sie kommt gleich mit allen. Was, du hast da nur einen von? Ernsthaft? Ernsthaft? Dann passe ich jetzt halt. So, da kann ich rüberkommen. Oh, nein. Wie gemein. Das müsste hinreichend viele Punkte bringen. Passt, na gut. Dann passe ich auch. So, dann würde ich sagen, erstmal Gold. Aber wie es aussieht, jetzt sind nicht so besonders gute Karten. Was sollen wir denn wiederbeleben hier? Ich würde sagen, erstmal Filarel. Interessant. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, in welcher Reihe die wiederbelebt werden. Weil meistens, wenn ich Sachen wiederbelebe, landen die in der Reihe, wo das ist, was auch wiederbelebt wurde. Also das, was die wiederbelebt hat, zumindest wenn die in mehreren Reihen stehen können. Was zum Geier war das jetzt? GeForce, halt deine verdammte Klappe mit Updates, wenn die Spiele funky fuck. Gottes. Na gut, so. Gut. Von
Du hast das Biest vertrieben. Hier gibt's auch noch einen Händler. Ich glaube aber hier unten in diesem Raum. Fleisch der frischesten Sorte! Heiße Würste, deftiger Blutpudding! Würste. Gut, zeig mal, was du hast. Er hat nicht gelogen? Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Gwyn spielen? Was? Hier findest du es. So, jetzt. Wow, er spielt Skellige. Dann darfst du mal zuerst anfangen. So, ich glaube, wir brauchen nicht sowohl Regen als auch Schirrüf. Skellige hat ein paar Belagerungseinheiten nur. Und daher da beides zu haben, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Dann, um die Gefahr zu vermeiden, dass ich noch einen von den Hafgas ziehe, lassen wir es mit ihm ziehen. So, würde sagen, komme ich mit denen raus. Ich würde auch noch gerne Karten ziehen und solange die noch im Deck sind, würde ich ungern Karten ziehen. Du mieser Hund. Interessanter Plan. Dann spielen wir ihn. Passt. Interessant. So, dann ist jetzt der Plan, diese Runde zu gewinnen, weil dann kann er nichts wiederbeleben, auch wenn er bisher nicht viel im Friedhof hat. Aber eigentlich ist es egal mit wiederbeleben, weil er hat nichts im Friedhof, oder? Funktioniert das so? Machen wir einen anderen Plan. Ich werde jetzt hier dry passen. Jetzt wird nur Ritter schon wiederbelebt, naja. Wieso hast du da zwei von? Du verrückter Typ, Mann. So, da sind mir gerade ein paar viele Einheiten mit 4 Punkten. So. Würde ich sagen, räumen wir die einfach weg. Das wiederbeleben, nicht Rittersporn. Ja, eigentlich war das Rittersporn wiederbelebt in der Situation. Ich meine, der hat zwar nur 2 Punkte, aber immerhin ein Horn für die Nahkampfwahl. Ja, gut. Wolltest du noch eins von spielen, bitte? Ich werde dir sehr verbunden, wenn du noch einer von spielst. Chiru würde sich sehr freuen. Ja, wunderbar. Danke. Danke. Firma dankt. So. Dann reden wir mit ihm wieder. Auch wieder Nahkampffreie. Da geht nichts mehr. Was ist denn da los, mein Freund? So, wie viele fehlen uns dann jetzt noch? Jetzt fehlen uns noch 2 Karten trotzdem. Verrückt. Weiber sind teurer geworden. Ganz verrückt. Nicht sicher, wo ich noch Händler übersehen habe, aber irgendwo muss ich dann noch Händler übersehen haben. Tja, ist jetzt egal. Wir begeben uns jetzt erstmal zum Turnier. Vielleicht habe ich in der Taverne selbst da noch nicht gespielt. Das ist auch möglich. Entschuldigung. Wenn die Herzogin lacht, dann ist es. Wenn wir mal hier vorbeigehen, wir haben bestimmt noch mit uns mittlerweile ein bisschen mehr Geld verdient. Wenn wir schon mal dagegen sind, dann können wir uns das ja auch abholen. Hast du gehört?
Coronate haben sich zusammengetan und Belgern. Hey Hexer! Wo bist du gewesen, als die Vampire uns massakriert haben? Unsere tapferen Wachmänner haben die Stadt. Wo bin ich gewesen, als die Vampire die Leute massakriert haben? Dafür zu sorgen, dass es aufhört? Da bin ich gewesen. Mistikak, die Summe kommt nicht hin. Sei gegrüßt, Ritter. Ich habe von großen Heldentaten reden hören. Nimm also bitte diese Belohnung für deine Entschlossenheit, Herr. Okay, wiedersehen. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Hol dies, kipp das aus, feg da drüben. Wollen Sie mich doch 1000 Kronen. In die Hände. Ach, ja, die haben echt genug Geld, muss ich sagen. So, die Kneipe ist irgendwie eine Ebene weiter oben. Oh, wie komme ich da hin? Scheint von hier. Das Turnier. Komme ich zu spät, um mitzumachen? Wir haben noch einen Platz für jemanden, der bereit ist, die skellige Fraktion zu spielen. Ich könnte mich damit... Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Was gibt's denn heute? Nichts Interessantes. Auch eine Partie Gewinn zum Aufwärmen. Da sind wir doch dabei. Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen gewinnt? Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Ghule? Ernsthaft? Okay, dann... Spiel Ghule, ist dein ghules Recht. Oh nein. Ich weiß schon, warum ich die nicht gespielt habe. Lass mir, wenn die verbrennen hat, dann lasse ich mir nur eine Karte kaputt machen. Komm ich noch rüber. Aber interessantes Spiel soweit. Ich gehe jetzt auf die Hand zurück, wird wahrscheinlich passen. Nicht? Verrückt. Weiß ganz genau, ich würde ihn gleich wieder spielen. Jetzt passt er. So, dann können wir so gleich die zweite Runde ausspielen. Ugh, Trauerwind. Da hast du nur einen von. Dann passe ich jetzt. Wenn ich schon vorne liege, dann passe ich. Kannst du noch deine ganzen Krabbspielen holen?
inklusive eine von der Hand. Na gut. So. Aber. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Okay. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See, unser Territorium erkunden, in allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Dieser raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Kein Problem. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gwent-Spieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die Skellige-Fraktion spielen. Jetzt müssten meine Skellige-Karten gut genug für das Turnier sein. Darf ich mal sehen? Ja, wirklich. Komm übermorgen wieder, dann beginnt das Turnier. Übermorgen? Ach, verdammt. Und übermorgen? Da war ich jetzt mental nicht drauf, wobei, dass du es noch auf übermorgen verschiebst, Mann. Irgendwo in Dezember, wo ich die letzte Karte noch kriege. Hier angeblich. Interessant. Vielleicht schauen wir uns da mal um.
Entschuldigung. Muss ja einmal durch. Parfümerie. Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Wie läuft das Geschäft? Ah, die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen. Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anarietta gerade für ein Parfum verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Ah. Was hast du denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Du hast ja doch ein ganz schönes Angebot. Na gut. Aber mich interessiert, wer gewinnt. Oh, der hat gesagt, ist eh langweilig. Dann können wir auch eine Runde Gwint noch spielen. In Stimmung für eine Partie Gwint? Muss man aber erst noch mein neues gellige Deck hier zusammenstellen. So. Erstmal Anführer, was haben wir? Alle Karten vom Friedhof jeweiligen Spieler gehen ihre Kartensätze zurück. Einer verliert bei schlechtem Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Im Gerücht wird kein Wetter aufheben Karte und sowas, sondern können dann halt versuchen uns einfach durchzupowern. Dann nehmen wir dann stattdessen einfach einen skelligen Sturm dazu. Madromme können wir vielleicht später nochmal zurück. Erstmal tun wir alle Goldkarten rein, die wir haben. Die sind es wert, bis auf... Sorry, Triss ist leider nicht wert. Richtig. Weiß nicht, wieso sie deutlich schwächer als alle anderen Goldkarten ist mit nur 7 Punkten. Obwohl man sie nicht unbedingt als eine der ersten Karten bekommt. Nee, sicher. So, einen Rittersporn können wir, glaube ich, reintun. Chalma. Okay, so. Olaf. 12 und noch plus 1 auf alle anderen, sag mal. Skellige ist leicht imbar, habe ich das Gefühl. So, Meister können wir reintun. Dann haben wir auch einmal mehr Drömme schon, ohne dass wir die Karte explizit brauchen. Das kann man zum Beispiel noch mit einem Berserker ausnutzen oder mit einem jungen Berserker. In einen Berserker verwandelt. Mit einem Bären verwandelt. Ja, warte, was? Mit einem Bären verwandelt. Okay. Meister kann aber nur die Fernkampf freigespielt werden. Das heißt, wir können den nur mit jungen Berserkern zusammenspielen. Okay. Zumindest einen können wir da auf jeden Fall schon mal reintun. Dann Wiederbeleben ist auch selten schlecht. Von daher können wir auch Birna reintun. Dann alle Schildmeiden, die wir haben. Und natürlich Ceres dazu passend. So langsam kommen wir auf 22. Die Kriegslangschiffe sind schon ganz schön gut. Und zu 6 Punkten Basis und verdoppeln, je mehr man davon spielt, gefällt mir. Prinzipiell könnten wir die noch mit, was habe ich eben gesehen, Drake Bondu verstärken. Aber wir haben sonst nicht so viele Belagerungswaffen im Moment. Und bisher sehe ich auch nicht, wie das noch deutlich besser wird. Bei ansonsten Belagerungseinheiten haben wir noch Holger Schwarzhand, Gaunter Odim potenziell. Deswegen weiß ich nicht, ob das unbedingt wert ist, da jetzt einen Rittersporn zu haben, quasi der nur für ganz bestimmte Karten gilt. Weil Rittersporn, weil er Nahkampfeinheit ist, kann er halt auf Olaf wirken, auf Ben Abraham, auf die Schildmeiden. Unser ganzen Spaß wird Drake schon relativ eingeschränkt in seinen Möglichkeiten ist. So, die Frage, die ich mir jetzt noch stellen muss, ist, möchte ich leichte Langschiffe haben? Wenn ich davon noch ein drittes hätte, vielleicht könnte man Deck ausdünnen und die alle auf einmal spielen, aber mit nur zweien bin ich von denen nicht so überzeugt. Verbrennen in der Einheitenkarte ist auch interessant. Das würde ich zumindest gerne mal ausprobieren. Aber wir haben noch Krieger des Clans an Krayt mit 6 und gleichen Effekt wie die Kriegslangschiffe. Warum sollte ich die nicht einfach spielen?
Ja, schon mal Krieger des Clans Sandgrade. Damit zwar außer mysteriösen Elf haben wir keinen einzigen Spion. Kambi. Aber wollen wir zum Spaß auch Kambi drauf tun? Ich glaube, ich tue noch Kambi noch rein. Muss ich mir überlegen, was ich dafür entfernen möchte. Das ist eine gute Frage, was ich für Kambi noch entfernen würde. Ich würde schon fast auf Mäusack, jungen Berserker verzichten. Ich tue Kambi jetzt einfach mal so rein, auch wenn ich jetzt eine Karte mehr habe, als ich unbedingt haben müsste. So, wieder ein Verbrennen rein und ein Horn würde ich glaube ich auch noch reintun. Oder nicht? Ein Horn machen wir noch rein. Okay. Dann schauen wir mal, wie das läuft in diesem Testspiel so. Jo, spielt auch Skinny. So, wir haben sowohl Mäussack als auch den jungen Berserker, dann können wir die, glaube ich, beide behalten. Auch wenn die für sich genommen nicht die allerbesten Karten sind. Langschiffe. Oh yay, Boote. So. Schildmeiden einfach so spielen? Bist du sicher, dass du das machen willst, Mann? Ich halte das für keine gute Idee. Aber sag mal, einen Willen treten, mal was zu tun. Spiel's weiter? Krasser Typ. Also, ich spiele nicht weiter. Kannst ja gerne noch eine Karte spielen, um die Runde zu gewinnen, aber. Langsam wird mir das hier ein bisschen übertrieben, was du da machst. Dazu. Ich habe. Oh, ich habe wieder gewonnen. Das ist ja ganz traurig. Tja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir uns noch auf übermorgen vertröstet. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal zwischendurch was anderes und heben uns das Gewinnturnier für wann später auf. Wir lassen zum Beispiel, wenn wir mal François finden. In der Stadt hat vor einer ganzen Weile uns meine Frau angehalten auf der Straße und gebeten, ihren Mann zu finden, der auf der Suche nach einem mächtigen Monster nie wieder zurückgekehrt ist. Vielleicht sollten wir mal den armen Mann finden, wenn er noch lebt. Gehen wir hier vom Palast aus los. Thank you.
So. Na, wer möchte Wetten abschließen, ob wir François noch finden und was ihn, falls er noch lebt, ihn so lange aufgehalten hat? Jetzt ist die letzte Gelegenheit, um noch abzustimmen. Ein Brief von Jacquette und François. Liebster François, es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben. Liebster, ich weiß, dass sie wichtige Ritterangelegenheiten in Ferne halten, aber wie schaffst du es, die schreckliche Qual unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wann du das nächste Mal besuchen kommst. Und Papa sagt, er könnte es kaum erwarten, dass du oft Nina meine Hand anhältst. Ich erkläre ihm, wie sehr du beschäftigt bist, aber in Wahrheit wünsche ich mir auch von ganzem Herzen, dass du vor mir mitnießen endlich Ja sagen kannst. Tausendmal Ja. Für immer, liebe Jacquette. Liebste Jacquette, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und endlich weiß sie es. Und ich möchte zu verdienen, muss ich beweisen, dass mir die Ehre gebührt, deine Hand zu gewinnen. Du sollst wissen, dass ich den Ritterspruch geleistet habe, nicht eher zu ruhen, bis ich dir den Kopf von Grottore, dem fürchterlichen Monster, das noch nie besiegt wurde, auf dem Silberblätter serviere. Such bitte nicht nach mir, sondern erwarte meine Rückkehr als ruhmreicher Monsterschlechter. Hochachtungsvoll, dein François. Ja, soweit hatten wir das ja auch schon gehört. Hallo? Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Geralt von Riva, Brücke. Geralt von Riva, im Wappen die Brücke. Sei gegrüßt. François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich... Fürwahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. So, wenn wir uns gegen ein gefährliches Vieh stürzen, dann mache ich schon mal das auf mein Schwert. Oh, eine Sache noch. Beim letzten Mal gab es eine Meldung, ich glaube schon nachdem die Folge vorbei war und ich noch einen Wasservibe auf dem Weg zurück umgebracht habe, dass der Mutagenerator voll ist. Das heißt, bevor wir noch ein weiteres Monster umbringen, sollten wir den mal aktivieren. Oder sowas. Benutzen. X. Okay. Und dann haben wir ein großes blaues Mutagen extrahiert. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Wir müssen ihn erstmal finden, vor allem. Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Höchst bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen.
Tja, Botto, was hältst du davon, wenn ich deine Blumen abfackel? Sporen. Ernsthaft? Dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrein zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Guter Mann. Ist hier noch irgendwas, wo der herkam? So. Dann gehen wir mal wieder. Wollen wir das noch irgendwas? Kupfer? Na?
Na gut, so. Das nächste ist wahrscheinlich immer noch der Palast. Turniergelände ist auch nicht viel weiter weg. Und ach, na egal. Zum Palast. Zum Palast! Diesmal können wir auf Platz reiten. Kommst du da durch? Okay. Ganz genau. Weiter so, Plätze. Plätze. Ja, ich weiß, im Abgrund, Entschuldigung. Ich dachte, du gehst über die Brücke. Komm schon. Kommunikationsprobleme wieder, ja? Ich dachte, du entscheidest dich für den Weg. Und Platz da. Heya! Also, ein Palast dürfen wir nicht reiten. Na gut. Könnten wir mal bei Anoyetta vorbeigehen und kurz Hallo sagen. Bin mir allerdings gar nicht sicher, ob sie überhaupt noch da ist jetzt. Falls ja, wo sie genau abhängt jetzt. Wir können ja mal gucken, ob wir es rausfinden können, eben schnell. Da wird sich, du Arsch, ey. Das war überhaupt gar nicht richtig. Die Anweisung war schade. Ach, nee. Nee. Der Miau. Willkommen in der Hauptstadt von Toussaint. Ja, danke. Ja, Geralt? Auf ein Wort, wenn es recht ist, gnädige Herrin. Warum sollte es das nicht sein? Worum geht's denn? Ich will nicht neugierig sein, gnädige Herrin, aber ich wüsste wirklich gern, wie Rittersporn und du einander kennengelernt habt. Würdest du es mir erzählen? Falls die Angelegenheit nicht zu privat ist. Ach, das ist lange her. Mein Vater hatte ein großes Turnier angekündigt. Julian wurde eingeladen. Er sollte die heldenhaften Kämpfe in der Arena vertonen. Was er dann ablieferte, war die schönste Liebesballade, die ich je gehört habe. Papa war außer sich und verweigerte ihm den Lohn. Ballade? Über dich? Nicht offen. Immerhin war ich damals mit Raimund verheiratet. Hm, verstehe. Dieses Turnier ist ja eine pompöse Veranstaltung. Wir pflegen diese Tradition. Meine Urgroßmutter Adela Martha hat ihr die gegenwärtige Bedeutung gegeben. Sie konnte sich lange Jahre für keinen Bräutigam entscheiden und die zahlreichen Anwärter duellierten sich so lange. Diese Zweikämpfe waren für Adela Martha ein komfortabler Weg, unter den potenziellen Gemahlen den Besten herauszufinden, da Adela Martha unter den männlichen Tugenden Stärke, Tapferkeit und Geschick besonders schätzte. Also befahl sie den Anwärtern, sich bei Turnieren zu messen, obwohl sie am Ende keinen von ihnen heiratete, sondern den jüngsten Sohn des damaligen Kaisers von Nilfgaard. Sie hatte ihn auf einer Reise in den Süden kennengelernt. Aber die Einwohner von Beauclair hatten Gefallen an den Ritterkämpfen gefunden? Und ob, und nicht nur sie. Im Jahr darauf strömten die Ritter von nah und fern herbei, um sich sportlich und ehrenhaft zu messen. So ist es geblieben. Der Preis ist heute freilich ein anderer. Die Hand der Herzogin und das halbe Herzogtum stehen nicht mehr zur Debatte. Aber die Turniere von Beauclair sind immer noch weltberühmt. Darauf sind wir ziemlich stolz. Danke für deine Zeit, gnädige Herrin. Ruf die Pflicht? Ja. Ich verstehe. Geh mit meinem Segen. Na schön. Gut. Dann gehen wir noch schnell zu François, Geliebter, zurück. Na gut.
Frohe Kunde, Mademoiselle. Oh, in der Tat. François ist zurück. In einer Woche heiraten wir. Morgen findet die Ehelehre im Tempel statt. Übermorgen ist Anprobe des Hochzeitskleids. Dann besichtigen wir den Ort der Hochzeitsfeier. Ich war noch nie so glücklich. Meine Gratulation. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und auch dir alles Gute auf deinen Wegen. Hier, dein Lohnmeister. Und leb wohl. Ich denke nicht, dass wir uns da jetzt einmischen sollten. Wenn er ein bisschen da hier kalte Füße bekommen hat, dann hätte er das jetzt hier sagen müssen. Ich will jetzt nämlich nicht da nochmal einmischen und sagen hier, aber eigentlich hatte ich den Eindruck gehabt, dass er gar nicht zurückkommen wollte und dass das gar nicht die wahre große Liebe ist und alles. Deswegen dachte ich mir, lass ich das. Gut, weil es mit dem Windtunnel noch ein paar Tage dauert und so schön es ist, jetzt einfach sich uns, dass wir uns jetzt für mehrere Tage auf unser Weingut zurückziehen und Zeit mit unserer Besucherin verbringen, würde ich sagen, wenn wir dann die nächsten Folgen stattdessen nutzen, um noch weitere Fragezeichen aufzudecken und Aufgaben zu erledigen. Mal später hatten wir auch schon einen anderen Hexerauftrag für ein Monster auf dem Tufo-Weingut angenommen. Damit fangen wir beim nächsten Mal an und dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter in der Gegend um. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.